Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei den Qualianer oder wie die heißen. Ja, ich vergesse sie immer wieder. Auf sie jeden Fall. Sie sollten mit Admiral Rahn sprechen. Sie wartet auf. Dann sprechen wir mit dem Admiral. Wenn Talisora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Dann schauen wir mal. Shalaran war es auch nicht, oder schon? Doch, die war's. Talisora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Rahn! Shepard West Normandy, das ist Admiral Shalaran West Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Rahn, du hast West Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Oh mein Gott. Würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dann schauen wir mal, was Sie denn genau wollen, wie gut ich die verteidigen kann. Wird auf jeden Fall spannend. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora Was Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Brauchen wir überhaupt einen Prozess? Sie ist in Begleitung eines Geth hier angekommen. Tali kann nicht für die Zusammensetzung ihrer Crew verurteilt werden, Admiral Corris. Die Verantwortung dafür liegt bei ihrem Captain, Shepard Was Normandy. Shepard Was Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Was Nima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandy Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Das läuft aus den Rudern, kommt mir vor. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Kila. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen.
Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Ja, das werden wir. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Das ist toll. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Du wirst schon nicht fallen, Tali. Auf zur Alaya, Alaya, Alaya. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele... Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur... Können wir nicht mit unserer eigenen fliegen? Talizora hat zwar einen Menschen als Captain. Moment, Tagebuch. Nehmen Sie ein Shuttle zum Laborschiff Alarai. Wenigstens wortgewandt. Okay. Talizora und ihr das Vater Ziel sind ist auf der da Kontrolle lang. Sie tragen beide die Schulter ran. Immer noch da lang. Hinter der Kammer. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können. Natürlich sind wir gute Redner. Besonders wenn wir besoffen sind. Hahaha. Geht's hier zum Shuttle? Ich glaube fast. Boah, das sieht alles komisch aus. Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von... Talizora hat zwar einen... Ich glaube, da ist der Shuttle. Talizora was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy. Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palizora. Kila Selai. Kila Selai. Und wo ist das Schiff? Das ist das Schiff. Auch nichts Kleines. Ganz im Gegenteil. Wen haben wir dabei? Miranda und Tali natürlich. Und da sind schon die ersten Gäste. Feinde! Er kommt! Jetzt halt am Boden! Aber viel können die... Ich weiß nicht, warum die so schwach geworden sind, aber die Gäste halten nicht mehr so viel aus wie sonst. Kommt mir halt vor. So muss es sein. Ein Geth-Jäger. Aber so blind bist du gar nicht. Mit optischen Gegenmaßnahmen. Auch ne. Also mit den Disruptor-Munition, da geht das so schnell. Das ist abnormal. Besonders die Schilde sind dann schnell down. Okay, da ist mal alles sauber. Schauen wir mal, was wir da so ergattern können. Da ist auch die nächste Tür dann gleich. Da ist ein Laptop.
Den schauen wir uns auch gleich an. 1800 Credits, Energiezellen. Brauchen wir auch immer wieder. Und da geht's jetzt. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kila. Wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ra'el, Zora. Okay. Das habe ich nicht ganz kapiert. Den Monitor hacken wir mal. Das ist das da, dann viel weiß. Und wieder... Ah, das da. Yes! Was bringt uns jetzt der Bildschirm? Schauen wir mal. Sich noch als nützlich erweisen. Gef-Schildstärke. Cool, cool, cool. Coolio. Was ist da dahinter? Eine Reparaturdrohne. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hatte? Den Terminal hackten wir natürlich auch noch. Boah, das ist wieder immer schwieriger hier. Scheiße. Puh, aber gerade noch geschafft, also gerade noch. Ich hätte nie noch genug Zeit gehabt. Aber jetzt geht's wieder weiter. Da wird's wieder abgehen. Okay, geht's auch noch nicht ab. Auf der linken Seite! Wo sind die? Gott, da ist er. Habe ich gar nicht gesehen. Kommen da noch welche? Momentan nicht. 2100 Credits auf den Laptop. Wir haben die Navigation runtergefahren. Genau wie die Waffensysteme. Unser Fehler wird die Flotte nicht gefährden. Wir schweißen die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Fiona, wenn du das siehst, sei stark. Für Daddy. Mami hat sich sehr lieb. Dammit. Haben nicht überlebt natürlich. Das passt zusammen. Wo war das C? Das C war irgendwo da. Die Spritze war da. Die Krähenfüße passen hier zusammen und das passt hier so zusammen. Gefällt mir natürlich. Laden wir mal nach. Ärger voraus! Ja. Gef-Schütze? Achso, ich dachte schon, wie schaut der aus? Ich hab's! Hab dich! Oh, was ist mit denen? Da kommt auch noch einer. Versteckt euch, Leute! Der Gef-Jäger, der ist gar nicht so ohne. Besonders auch die Masse, die da immer durch die Türen kommt. Ist auch nicht ohne. Aber da haben wir mal auch alles geschafft. Palladium haben wir wieder bekommen. 2000. Ich kann mir jetzt schweres Hautgewebe wieder leisten. Das ist auch nicht schlecht. Ganz im Gegenteil sogar. Ah. Ach so, nur eine Tür. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber... Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich
bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Wir sollten weitergehen. Na klar. So, da ist noch ein One-Safe, den ich umgehen möchte. Für 3000 Credits tue ich doch alles. Alles, wirklich alles. Wo sind denn die Krähenfüße gewesen? Ach, dammit. Nein! Scheiße. Ha? Ach so, da sind wir hergekommen. Da ist eine Quarianerin. Da dürft's weitergehen, oder? Geht alle down! Die Drohne ist von uns, glaube ich. Wir sehen dich immer noch. Ist deiner hochgekommen? No. Boah! Böse Tech-Überlastung aus! Da explodiert er. Da hinten ist auch noch einer. Den habe ich gar nicht bemerkt. Die dürfen da ja nicht hochkommen. Alles soweit geklärt? Ne, ich höre da noch irgendeinen. Da ist er! Warum schießt ihr nicht auf ihn? Tali, hallo? Also wirklich. 2400 Credits. Schauen wir mal, was da hinten so los ist. Nur, dass Medizin geht. Noch ein Laptop. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Geth haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ral Zora. Ist das Ihr Vater? Vater! Ja, war ja klar. Nein, 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 nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos wieder in Ordnung. Hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Zurück zum Shuttle bringen? Nein. Wir lassen ihn hier. Die Mission geht vor. Das hätte er auch so gewollt. Wie du willst. Bringen wir es zu Ende. Und ich sag, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder, wenn wir die Konsole zerstören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.